Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call. Nach langer Pause und einer beschissenen Aufnahme, die ich gerade versemmelt habe, beziehungsweise fast, denn ich hatte nämlich gar nicht aufgenommen, ich hatte nämlich die ganze Zeit so gequatscht, Out of City und so weiter, lief alles perfekt, aber ich hatte kein Videomaterial, also ihr hättet jetzt so 10 Minuten so von mir quatschen können und da war eigentlich bloß ein bisschen was Einleitungsmäßiges und falls ihr ein bisschen was vergessen haben solltet, es ist ja auch lange her. Also wir haben hier im Schwarzen Tempel angefangen. Isamu hat uns die Auflage erlegt, sozusagen, dass wir hier die ganzen Tempel durchgehen müssen. Und hier war ich auch schon drin, also es war schon alles entdeckt. Und also hier das ganze Ding hier. Und jede Tür ist natürlich verschlossen irgendwie. Muss man die dann aufkriegen. Wahrscheinlich muss man die Flamme oben löschen. Ich habe gerade schon etwas gespoilert. Weil oben in der dritten Etage, die erste Etage haben wir in den letzten Folgen schon gemacht. Also habt ihr nichts verpasst. Falls ihr das nicht gesehen habt mit der Etage 1, müsst ihr die letzte Folge oder die vorletzte Folge schauen. Ich weiß nicht, wo das war. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, bzw. aufgenommen. Im Juni war das letzte Mal, jetzt sind wir schon im August, am 10. August, glaube ich, oder 12. August ist jetzt gerade. Und wir sind gerade in der Etage 3 und hier ist eine komische Flamme. Eine schwarze Flamme ist hier. Beziehungsweise eine schwarze Fackel. Und ich möchte sie löschen, mal schauen, was passiert. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Und ich denke mal, ich vermute einfach mal, was da kommt. Und es wird für mich böse enden. Wurde gelöscht und du hörst, wie etwas aufgeschlossen wird. Okay, Donne nicht. Hier ist ja gar nichts, habt ihr gesehen. Und jetzt dürfte eigentlich in der zweiten Etage alles offen sein. Also vermute ich mal. Das wäre die einzige Möglichkeit, die... Ja, alles ist offen. Hier sind überall... Der Sound von den Türen hört sich auch ein bisschen komisch an, finde ich. Ach so, hier kann man überall runterspringen. Ja, super. Oh, hier kommt ein Kampf. Wow. Die Musik hat sich geändert, oder? Ah, nee. Nur der Anfang hat sich ein bisschen geändert, glaube ich. So, wie mache ich das jetzt? Ich weiß es nicht gerade. Wir greifen einfach mal an. Ich musste irgendwas trainieren, was ich wollte. Ich glaube, ich wollte Hanuman trainieren, weil die Nachstufe da danach kommt. Und ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Und deswegen mache ich das mal Erkunde. Und hoffe einfach mal, dass King hier alles wegmacht. Wo ist denn der Hellenbalker eigentlich? Egal. Ich glaube, ich werde verlieren. Fängt der gut an. Naja. Das ist verloren. Super, da kommt man wieder und sofort gleich in den Arsch getreten von dem Spiel. Ey, du hast uns so lange nicht mehr gespielt. Wir müssen dich gleich vernichten. Fängt der gut an. Oder? Ja, mein Team ist ein bisschen physikalisch. Ja, auf physischen Schaden ausgelegt. Ein bisschen ist gut, also extrem. Und ja. Wir haben eigentlich nicht viel verpasst. Wir haben bloß diese. Ja, ich sag mal so, die. Ups, nee, nicht das Laden. Wir haben nur. Ja, wir haben eigentlich bloß die Flamme gelöscht. So, hier haben wir gestartet, in der ersten Etage, und da müssen wir einfach mal nur hochrennen und dann war es das, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob wir auch nach unten gehen können. Da ist nämlich ein Weg nach unten. Ich will aber erstmal. Moment, wie war denn das? Ach, geht nicht. Nee, okay. Oder welche Taste war das? Egal.
Wir können leider noch nicht nach oben schauen. Da fällt alles aus. Jemand hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Und wir brauchen Pisaka. Machen erstmal das und dann... Gut, okay, schweben brauchen wir natürlich irgendwie, vielleicht wahrscheinlich ja auch irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Und ja. Fängt ja echt gut an. Richtig viel Zeit gespart. Also ich denke mal auch, dass sowieso die allererste Folge nach der, ich sag mal so, Sommerpause, eine kleine Sommerpause, ist auch erstmal, denke ich mal, zum Reinkommen. Und ja. Also es wird eine kurze Folge, also sozusagen 15 Minuten wirklich. Und erstmal wieder reinfinden, damit es morgen wieder weitergeht. Ich versuche es wirklich wieder sozusagen täglich hochzuladen. Und ja. Schauen wir mal einfach mal hier, ob hier überall diese... Ah, okay, hier ist jemand zum Reden. Oder auch nicht. Ey, kommt jetzt überall? Ich mache jetzt Berserker hier. Okay. Haben wir irgendwie welchen AOE-Schaden? Haben wir nicht. Mamulon! Tschüss. Oh ja, klar. Die versteinern mich auch instant. Das finde ich ja sehr stark. So. Nee, nicht Meditation. Flächengebet. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt... Sehr schön. Der Stein, das ist echt übelst. Ja, ich weiß leider nicht, was ich mit diesem Team jetzt hier anstellen soll. Bam. Headshot. Natürlich war es ein Crit. Natürlich auch noch die Schwäche ausgenutzt. Warum denn nicht? Wir giften einfach mal alle. Ich finde aber die EP ganz gut eigentlich. Aber natürlich in dem anderen Gebiet, in dem, wo die Feen waren, im Park, geht es natürlich viel besser mit dem Farmen. So, dann werden wir erstmal... Nee, die Perlen werden wir nicht verballern. Weil man weiß ja nie. 28 ist auch jetzt nicht so viel. Der Gott dieses Tempels muss die Dunkelheit sehr mögen. Es ist ja wie in einer Krypta hier. Ja. Ist auch ein bisschen dunkel, glaube ich. Also, ich sehe das ja sowieso alles in schwarz-weiß. Das passt zur Stimmung hier, zum schwarzen Tempel. Und ja. Schauen wir einfach mal, was so passiert. Es sind hier überall nur Löcher, außer bei dem einen. Anscheinend. Ja. Super. Ja, ich kann euch leider nichts erzählen so richtig. Also irgendwas Neues oder so. Es ist einfach nichts Neues passiert. Ich sitze immer noch sozusagen auf dem Arbeitsmarkt und... Hier ist gar nichts. Hier kommt man wahrscheinlich, hier fällt man wahrscheinlich irgendwie wieder runter oder so. Oder hier ist irgendwie was zum Runterfallen. Oder vielleicht eine unsichtbare Tür, aber auch nicht. Oder mich lauert hier ein Gegner auf. Der ganz böse enden kann. Hanuman ist verwirrt. Redet mit dem Typen. Was natürlich jetzt nicht so prickelnd ist. Machen wir lieber Gebet. Ist er wenigstens geheilt. So. Kimki hat auch komischerweise Fokus. Irgendwie hat er auch hatte Schwäche gegen Dörnade. Ja, danke schön, dass du mir genau sowas reindonnerst. So, wir steigern erstmal unsere physikalischen Stärke.
holen uns ein bisschen Mana wieder. Der Fokus bleibt ja gesaved. Und das ist so wenig Mana, ey. Das ist unmöglich. So. Versuchen wir es einfach mal. Ah, okay. Das wird auch. Okay, Hanuman. Dann Attacke. Das reicht nicht. Ah, es ist ätzend gerade. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nichts passiert. Nichts Besonderes. Mein Knie ist nur kaputt gerade. Er hat überlebt wegen Ausdauer. Und ansonsten... Ja, ich brauche wieder ein paar Magier. Wer kam dann auf die dumme Idee, physikalischen Schaden zu machen wollen? Nur wenn man da so gut durchkommt. Wir sehen, wie gut wir durchkommen. Wir sind sehr... Ja... Sehr anfällig, in Anführungsstrichen, gegen meine Truppen natürlich. Sehr. Oh, hast du nicht genug Mana? Och, hör doch auf mit diesem scheiß Schild, ey. Wir springen. Wir springen. Machen wir einfach mal das hier. Und überspringen die nächsten Runden. Ätzend. So, macht den mal tot hier. Genau, sehr schön, macht. 500, das war krass. Ja, weil die halten mich extrem viel aus, stimmt. So, die halten extrem viel aus. Mal, können wir auf Automatik machen. Oh. Okay. Wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Habe ich das Gefühl. Es ist nur eine Vermutung. Also wir sind jetzt hier gerade bei 12 Minuten so circa. Und wir kommen nicht vorwärts. Wir kommen einfach nicht vorwärts. Das ist so schrecklich. Wir könnten rein theoretisch auch noch ein wenig im Amana-Netzwerk rumgammeln. Weil wir müssen noch dieses Minispiel mit Dante machen. Denn wir können mich schon in die nächste, ich glaube in die nächste Areal... Denn es gibt nämlich noch etwas... Nee, wir können doch gar nicht ins nächste Areal. Denn, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, bevor wir hier Schluss machen. Ach, Quatsch. Ach so. War ja richtig. Ich dachte, der wäre auf 9. Kurzen Schluck trinken. So, denn wir wollen nämlich in den Yuyogi Park. Ich habe euch eins noch nicht gezeigt. Und zwar. Vielleicht. Vielleicht. Ne? Vielleicht. Schaffen wir das ja. Was ich nicht vermute. Aber ich zeige euch nochmal ganz kurz, was auf uns ja noch zukommt. Und zwar. Legen wir die mal kurz zum Vorrat. Den Hanuman. Ich kann schon... Oh, da ist ein Katzekutle. Warte mal, dann können wir doch gleich mal gucken, gegen was der anfällig ist. Anfällig gegen Elektro. Ne, Elektro habe ich leider nicht. Schade. Denn wir haben nämlich... Beziehungsweise ich habe es eigentlich nicht so drauf geachtet beim letzten Mal. Und zwar... Also als wir hier das letzte Mal waren, war es ja mit dem... Steinchen, was keine Kraft mehr hatte, was unsere Lehrenden bekommen hat. So, und zwar dort hinten kommen wir wieder in den sozusagen District, dass wir halt in das nächste Areal kommen. Wenn wir jetzt aber, glaube ich, vermute, was es hier ist, wenn wir hier jetzt weitergehen und auch in diesen Raum gehen. Ne, wo war die denn? Irgendwie ist die. Also es gibt hier... Ich nehme es mal jetzt vorweg.
Es gibt hier einen Scheusal. Ja. Es gibt hier einen Scheusal und wir haben bald alle Scheusale durch. Und ich bin gespannt. Also ich weiß jetzt aber auch nicht, wo der. Normal sind die haben nicht. Ja, okay. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, wo der ist. Der Scheusal. Der dürfte eigentlich nicht hier auf der Baustelle sein. Der dürfte eigentlich irgendwo. Aber wo soll er sonst sein? Also er muss eigentlich. Also wenn er nicht da ist. Weil hier geht's ja raus. Instant. Warte. Sagst du vielleicht irgendwas? Ja, okay. Moment, ich weiß, wer was sagen könnte. Vielleicht. Wo ist der Typ? Wo ist Horny? Nee, du bist Kopper. Aha. Ich habe gehört, dass es hier irgendwo eine nette Puppe gibt. Ach wo? Ach wo ist sie nur? Hab gehört, dass sie von hinten recht nett aussieht. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, okay. Aber wo ist sie? Sie soll hier irgendwo sein. Weil hier gehen wir doch raus. Hier gehen wir auf die Weltkarte wieder zurück. Ja. Weil hier gehen wir nämlich auf die Weltkarte zurück. Das wäre nämlich natürlich dumm. Ja, die sind alle wieder normal, super. Sind wir alle happy. Wo ist denn jetzt Horny? Verdammte Kacke. Ja, das hat aber wenigstens angeteasert, dass wir hier bald eine Scheusal finden werden. Ich werde mal schauen, wo die ist, so ganz genau. Und dann fehlen uns eigentlich gar nicht mehr so viele Scheusale. Und es könnte richtig interessant werden. Ich schaue noch mal ganz. Ich gehe einfach mal ganz kurz da nach hinten. Rede noch mal kurz mit dieser Seele hier und dann. Ja, ich soll trotzdem mal da hochklettern. Super. Finde ich ja eine tolle Inspiration. Egal. So. Ja, ja. Hier kann man gut trainieren. Das wisst ihr ja. Also, ja, Explosion ist ein Witz. Und hier kommen natürlich tausendfach Gegner. Und ihr seht, wie einfach das eigentlich ist. Und 1000 EP. Dadurch leveln wir extrem schnell hoch und wie gesagt, wie schon in den letzten 3, 4, 5, 16, 20.000 Parts gesagt, ist hier ein guter Ort zum Trainieren. Aber hier ist auch irgendwo ein Scheusal und der ist, glaube ich, nicht zu verachten. Und es ist, glaube ich, einer der letzten Scheusale. Also es kommen jetzt nicht mehr so viele Scheusale neue dazu. Das kann ich schon mal voraussagen. Ich glaube, das ist sogar der vorletzte. Beziehungsweise, wenn man dann dazu zählt, der drittletzte, denn dann hat nämlich auch ein Kandidaber. Gehört natürlich auch zu den Scheusalen. Aber den müssen wir leider irgendwann mal anders die Hinterversion. Wir müssen ja erstmal ins Amana-Netzwerk und dort erstmal mit ihm sprechen. Zwinker, zwinker, sprechen. Und dann hoffentlich vertritt er uns nicht den Arsch. Weil wir müssen nämlich da oben nochmal runter und dieses kleine Minispiel machen. Es soll angeblich ganz einfach sein, aber ich komme einfach nicht damit klar. Und ja. Wir sehen uns aber erstmal in der nächsten Folge, dann auch mit einem Plan von mir. Ich wollte erstmal wieder reinkommen und wir sehen uns dann morgen sozusagen. Ihr werdet dann morgen das nächste Video sehen. Versprochen, 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 ist versprochen. Darauf auch den kleinen Finger, ne, und so weiter. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass ihr euch wieder freut, dass es wieder weitergeht. Dass wir endlich mal auch wieder ein Let's Play haben, was auch zu Ende geht. Es geht auch bald weiter, was ich noch sagen möchte. Ich habe noch ein paar Minuten, was ich noch sagen möchte. Ich habe noch vor, bei Yadoku Kong 2 noch zu Ende zu führen. Ich habe etwas gefunden bei Yadoku Kong, für die das jetzt nicht mehr interessiert. Es ist ja eigentlich egal, was ich jetzt hier noch sage. Aber
Ja, der Kokon wird noch zwei Folgen, drei Folgen kommen und dann wird es auch abgeschlossen werden, weil man kann noch so viel machen in Jade Kokon 2, aber es lohnt sich jetzt nicht fürs Let's Play jetzt wirklich alles komplett zu machen, weil es wäre einfach zu großartig und man soll es auch mal selber spielen und auch wenn es alt ist, es hat noch viel Potenzial und da ist noch sehr viel und ja. Man soll es einfach selber ein bisschen erforschen und so weiter und selber Ideen haben. Und ich habe eigentlich wirklich sozusagen die Story durch. Das sage ich aber nochmal in Jade Kokon Let's Play, was bald kommen wird. Also die letzten Folgen sozusagen. Und ja, dann wird nochmal ein altes Let's Play aufgenommen. Und natürlich auch irgendwann nochmal Discalia 4 wird auch nochmal weitergeführt. Aber jetzt nicht morgen, sondern morgen wird es erstmal weitergehen mit Lucifer's Call. Wahrscheinlich bis zur Gamescom. Und dann werden wir mal schauen, wie wir mit Discalia weiterfahren. Weil ich muss erst trainieren und also ich habe ja wirklich lange nicht mehr PlayStation gespielt. Wirklich nur am PC gehangen und so weiter. Und deswegen werden wir erstmal nur Lucifer's Call spielen, denn hier ist alles trainiert und so weiter. Also ein bisschen trainiert. Und ich hoffe, es stört euch nicht. Und ihr müsst dann halt noch eine Woche länger warten auf Discalia 4. Und ja. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kuma. Jüdelü.